Bitcoin sowie der gesamte Kryptomarkt rasselt weiter nach unten ab. Zeitweise fallen wir sogar unter die 40.000 US-Dollar und im heutigen Video schauen wir uns nicht nur an, was hierfür höchstwahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt war, nein, wir schauen uns auch die Preisziele an, auf die wir jetzt höchstwahrscheinlich zurückfallen könnten und was dafür auf der anderen Seite sorgen könnte, dass die Kurse endlich wieder ansteigen. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir selbstverständlich über den Bitcoin, der auch zum aktuellen Zeitpunkt immer noch der große Taktgeber hier im Kryptomarkt ist. Das ganze Video ist natürlich keine Anlageberatung, macht immer noch mal eure eigene Recherche. Aufgrund dessen habe ich natürlich immer alle Quellenangaben hier in der Videobeschreibung verlinkt. Falls du mich und den Kanal unterstützen willst und dir dieses Video gefällt, dann lass super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ich bedanke mich schon mal im Voraus an alle Leute, die mich und diesen Kanal supporten. Vielen Dank, Freunde, übrigens für die 60.000 Abonnenten, die wir letzte Nacht erreicht haben. Wir reden auch gar nicht länger um den heißen Brei, Freunde. Nutzt die Zeitstempel, um euch die Passagen anzuschauen, die euch wirklich interessieren. Springen wir direkt auf die erste Folie. Bitcoin ist auf dieser Folie gerade bei knapp 40.000 US-Dollar und auch Ethereum sieht relativ rot aus mit einem Kurs von knapp 2.800 US-Dollar. Nicht nur draußen ist es stürmisch, auch in den Kryptomärkten geht es heiß her und wir sehen aktuell extrem rote Zahlen. Ich sehe hier gerade, dass die Bitcoin-Dominanz nach Coin 360 sogar auf knapp 34% zurückgefallen ist. Ich will das jetzt hier ungern bestätigen, weil das echt ein krasser Rücksetzer wäre. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es allerdings danach aus, als ob der Bitcoin hier den gesamten Kryptomarkt nochmal deutlich unterperformt. Auch auf der Weekly-Ebene sehen wir eine dicke rote Kerze und auf den Bitcoin-Chart werden wir gleich in den kommenden Folien nochmal etwas weiter eingehen. Ebenfalls zeigen sich auch gerade die starken Kursrücksätze, selbstverständlich im Fear and Greed Index. Der setzt hier zwar seine Punktebewertung immer mit einem Tag Verzögerung ein, allerdings sehen wir, dass wir gestern 30 Punkte hatten. Ich denke mal, beim heutigen Datum werden wir nicht deutlich mehr Punkte haben, sondern wahrscheinlich eher noch auf 28 zurückfallen. Das ist ein starker Rückgang, denn noch Mitte der Woche hatte der Bitcoin einen Kurs von knapp 44.000 US-Dollar und sah tatsächlich relativ stabil aus. Viele Leute sind jetzt sehr überrascht, dass es so stark zurückgeht. Selbstverständlich hat es auch einige Gründe hierfür. Die 44.000 US-Dollar, die der Bitcoin hier gesehen hat, war eigentlich ein extrem wichtiges und auch gutes Preisniveau. Trotzdem sind wir halt jetzt nach unten durch einige Supportzonen durchgetreten. So lanciert der Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt, wie zu Beginn schon gesagt, bei knapp 40.000 US-Dollar und tatsächlich könnte es nochmal ein gutes Stück weiter nach unten gehen. Das Video nehme ich hier gerade um 16 Uhr auf. Wenn du dieses Video schaust, wird es mit Sicherheit einige Stunden später sein und es könnte sehr gut sein, dass der Bitcoin hier tatsächlich nochmal weiter nach unten geht. Unten crash. Wie weit er genau nach unten crashen kann, das schauen wir uns jetzt noch mal etwas genauer an. Was wir aktuell sehen, ist definitiv, dass der Bitcoin leider unter seine Trendlinie gebrochen ist, eben die, die wir hier eingezeichnet hatten. Wir hatten es ein bisschen schwer, vor einigen Tagen über diese Trendlinie durchzukommen. Dann haben wir es geschafft, haben diese sogar noch einmal geretestet, aber die aktuellen extrem großen und häufigen Negativ-News sorgen eben dafür, dass es doch weiter nach unten geht. So haben wir eben nicht nur diesen Support verloren, sondern ebenfalls auch unseren 50er Move. Moving Average, was ebenfalls eine extrem wichtige Unterstützungszone war. Nun sind die nächsten Preisziele erstmal die 38.000 US-Dollar, die der Bitcoin hier antesten könnte, sollte er wirklich nachhaltig unter die 40.000 US-Dollar crashen. Direkt möchte ich aber auch sagen, die 40.000 US-Dollar sind hier natürlich nochmal eine recht wichtige Widerstandszone, somit falls er die 40.000 US-Dollar hält, während du dieses Video schaust, dann sieht es tatsächlich gar nicht mal so verkehrt aus. Wir kennen allerdings natürlich das Spiel, je öfter hier die 40.000er Zone angetestet wird, desto weniger Käufer haben wir eben in diesem Bereich und früher oder später wird es dann dazu kommen, dass der Bitcoin theoretisch auf 38.000 US-Dollar vorerst zurückfallen könnte. Credible Crypto beschrieb die aktuelle Situation sogar als den Moment der Wahrheit und fasste das Ganze mit seinen Prognosen zusammen. So sagte er hier, tiefst genommen, wenn unser Boden bei 32.000 liegt, sollte die Unterseite auf die grüne Region darunter begrenzt sein, um ein höheres Tief zu bilden. Nochmals, dies ist mein primäres Ziel und ich gehe davon aus, dass wir diese Region halten und weiterhin den monatlichen Widerstand herausfordern werden. Dazu schauen wir uns einfach mal die Grafik an, die er hier geteilt hat und das ist eben genau dieser Preisbereich bei knapp 32.000 US-Dollar, den er hier als Worst Case sieht. Also die aktuellen Preisziele, die wir haben, nach unten hin werden eben erst die 38.000 US-Dollar, dann die 36, dann so ein bisschen die 34, aber die
32.000 US-Dollar sollten hier definitiv halten, denn das ist eben eine extrem wichtige Unterstützungszone. Nach oben haben wir eben unsere Widerstandszone des Öfteren im aktuellen Monat angetestet. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob wir in den nächsten ein, zwei Tagen wieder nach oben gehen. CryptoED war beispielsweise bereits bei 40.000 US-Dollar im Bitcoin sehr besorgt und schrieb hierzu auf Twitter: An der 40er-Klippe zu hängen, fühlt sich so an, als ob nach dem in Klammern für mich überraschenden Anstieg gestern ein Wunder nötig wäre. Auch die Struktur der Derivatenmärkte sorgt aktuell eher für ein bärisches Sentiment und signalisiert hier, dass die 32.000 US-Dollar tatsächlich eher den Boden bilden könnten. Diane Leclerc stellte beispielsweise hierbei auf Twitter fest, dass eben das letzte Mal bei 32.000 US-Dollar bzw. 33.000 US-Dollar sehr, sehr stark akkumuliert wurde, geht also ebenfalls davon aus, dass das hier unser tiefster Bereich werden sollte. Hierzu schrieb er: Die spekulative Luft auf den Bitcoin-Derivatenmarkt hat sich im Wesentlichen vollständig entspannt, wobei Spot-Marktbieter Anfang Januar bei 33.000 US-Dollar Fuß gefasst haben. Auch seiner Meinung könnte es also noch ein gutes Stück weiter nach unten gehen. Ich sage zu meinem Teil gleich zu Beginn: Sollten wir hier tatsächlich auf 33.000 US-Dollar zurückfallen, dann werde ich nochmal richtig, richtig schön nachkaufen, denn das sind meiner Meinung nach sehr, sehr lohnenswerte Kurse zum Nachkaufen. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass das hier aktuell Short-Term extrem, extrem bärisch aussieht. Leclerc machte allerdings noch einmal fest, dass gerade wenn man etwas herauszoomt, das Ganze tatsächlich nicht ganz so bärisch aussieht und vor allem nicht so ganz so aus dem Kontext gerissen. So schrieb er ebenfalls auf Twitter: Abgesehen von der Makroumgebung geht der Bitcoin-Monetarisierungsprozess weiter. Bei aller Ungewissenheit bewegt sich Bitcoin um etwa eine Größenordnung höher als im vorherigen Zyklus. Verlieren Sie nicht das Gesamtbild aus den Augen. Das Gesamtbild schauen wir uns auch nochmal in der Prognose, in der Analyse eines Fidelity-Analysten etwas genauer an. Fidelity ist einer der größten Vermögensverwalter, der gerade vor einigen Wochen extrem stark für Schlagzeilen gesorgt hat, denn das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von knapp 4 bis 5 Billionen US-Dollar, also 1000 Milliarden US-Dollar, und ist dementsprechend einer der größten Vermögensverwalter überhaupt. Er machte Schlagzeilen in der Vergangenheit, eben vor ein, zwei Wochen, ich habe auch darüber berichtet, weil er bestätigte, Bitcoin bereits seit 2014 zu akkumulieren und auch zum aktuellen Zeitpunkt absolut überzeugt von diesem Asset zu sein. Ein Analyst von Fidelity schrieb hierzu auf Twitter: Bitcoin befindet sich seit fast einem Jahr in einer unruhigen Handelsspanne und prallt zwischen 30.000 und 65.000 ab. Die Auf- und Ab-Debatte ist für viele nach wie vor ein beliebtes Hobby, aber es ist voller Lärm. Für Bitcoin zählt das Netzwerk, sagt er. Somit ruft auch er nochmal zur Besonnenheit aus: Man darf sich nicht verrückt machen, weil es halt mal extrem stark nach oben und dann wieder extrem stark nach unten geht. Auch wenn wir diese ganzen Bewegungen jetzt schon bereits seit einem knappen Jahr sehen, so kann man diese Situation doch sehr gut nutzen, um hier seine Bestände weiter aufzustocken. Ebenfalls verglich er die aktuelle Wachstumskurve mit der Apple-Aktie seit 1990. So betonte er noch einmal, dass die Reise bis zu 1 Million US-Dollar pro BTC hier eine recht langsame Reise werden könnte. Man sollte aber ebenfalls seiner Meinung nach hier einen Blick auf die Netzwerkgrundlagen und selbstverständlich die Akzeptanz werfen. So betont auch er, selbst wenn wir hier nur ein langsames Wachstum haben, so ist es doch über einen längeren Zeithorizont nachhaltig, und das ist halt auch genau das, was ich hier mit den Videos immer wieder versuche zu vermitteln. Freunde, auch wenn es Short-Term extrem bärisch aussieht, über einen langen Zeithorizont hat der Bitcoin bis zum jetzigen Zeitpunkt so gut wie alles andere outperformed. Schauen wir uns einfach mal diese Grafik an, die den Bitcoin seit 2009, 2010 beobachtet. So sehen wir, dass wir eben in diesem Preiskanal handeln. Ja, wir stürzen manchmal relativ stark nach unten ab oder brechen auch mal nach oben aus. Im Allgemeinen befinden wir uns aber sehr, sehr gut eben in dieser logarithmischen Kurve, und so sieht es aktuell nun mal eben aus. Dementsprechend könnte der Weg bis hin zu 100.000 US-Dollar oder sogar 1 Million noch einige Zeit auf sich warten. Das Ding ist allerdings, dass man im Hinterkopf behalten muss: Trotzdem, selbst wenn wir noch 3 Jahre auf 100.000 US-Dollar pro BTC warten müssten, wäre das immer noch ein verdammt gutes Wachstum für einen solchen Zeithorizont. Übrigens, ich gehe natürlich nicht davon aus, dass wir noch ganze 3 Jahre darauf warten müssen. Was unterstützt mich in meiner These? Unter anderem beispielsweise die Hashrate, die auch zum aktuellen Zeitpunkt immer noch auf einem All-Time-High ist. So ist der Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt für viele Miner gar nicht mehr profitabel. Die Strom- und Netzwerkkosten sind höher als der Ertrag, der durch Bitcoin hier am Ende des Tages herauskommt. Trotzdem sieht man, dass die Miner weiter ihre Bestände auffüllen, teilweise Bitcoins abstoßen, um weiteres Mining-Equipment zu akkumulieren. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Miner sehr stark davon überzeugt sind, dass der Bitcoin in Zukunft wieder steigen wird und dass es wieder profitabel wird, denn ansonsten hätten wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht eine so viel höhere Hashrate bei einem so in Anführungsstrichen relativ geringen Preis. Schaut euch einfach mal die Entwicklung der Hashrate an und überlegt, dass Bitcoin aktuell bei 40.000 US-Dollar steht, aber schon mal bei 69, fast 70.000 US-Dollar stand. Trotzdem, ein solches Feedback von den Minern zu bekommen, ist meiner Meinung nach long-term
unglaublich bullisch. Natürlich sind die aktuellen Abverkäufe auch nicht ohne Grund entstanden. Einige Gründe haben wir gestern im Video noch einmal angesprochen. Der große Hauptgrund ist hier natürlich die Ungewissheit in Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt. Diese geopolitische Thematik, die im aktuellen Zeitpunkt extrem groß wird, sieht man natürlich nicht nur im Kryptomarkt, sondern ebenfalls auch im Aktienmarkt. So sind Top-Aktien wie PayPal, Meta und auch andere Aktien hier extrem stark abgestraft worden. Jeder, der mir sagt, dass nur der Kryptomarkt volatil ist, der sollte sich mal eben genau die eben genannten Aktien etwas genauer anschauen. So sehen wir, dass der gesamte Fintech-Tech-Sektor aktuell abgestraft wird, was ganz einfach daran liegt, dass eben große Investoren hier ihr Risiko etwas zurückfahren, weil sie halt über die aktuelle Situation immer noch nicht Bescheid wissen, beziehungsweise immer noch nicht wissen, wie eben beispielsweise der Russland-Ukraine-Konflikt hier ausgehen wird. Ein Marktexperte von BTC Echo sagte zur aktuellen Situation, institutionelle Investoren halten prozentual so wenig Tech-Aktien wie zuletzt 2006, was übrigens echt krass ist. Dass sich das Big Money in einem solchen Ausmaß von Risikowerten verabschiedet, passiert nicht alle Tage und beeinflusst das Anlageverhalten bei Kryptowährungen. Logischerweise, schaut euch das einfach mal an, das Big Money ist auf einen Stand zurückgegangen wie im Jahr 2006 und das zu einem aktuellen Zeitpunkt. Ein weiterer Faktor, der natürlich extrem groß hier mit reinspielt, ist das Unbehagen bezüglich der Kryptoregulierung, vor allem auch aus den Vereinigten Staaten. So hat beispielsweise US-Präsident Joe Biden gestern noch einmal bekräftigt, dass er hier bis zur nächsten Woche eine Executive Order umsetzen möchte, die dann im Anschluss verschiedene Regierungsorganisationen mit der Arbeit an Gesetzesentwürfen rund um den Kryptosektor betraut. Somit kommt der Stein gerade richtig ins Rollen. Mögliche Kryptoregulierung werden wir in den kommenden Tagen und Wochen eben nicht nur aus den Vereinigten Staaten sehen, sondern selbstverständlich auch aus dem russischen Raum. Hier entsteht gerade gefühlt, zumindest meiner Meinung nach, so ein kleiner Kampf darum, wer zuerst die Regulierung hat. Meiner Meinung nach ist das tatsächlich eher etwas Bullisches, auch wenn natürlich viele Leute momentan danach schreien, dass Regulierung extrem bärisch sind. Um nochmal auf Joe Biden einzugehen, unter anderem soll sich im Auftrag des Präsidenten, das Financial Stability Oversight Council, mit der Frage rund um die Auswirkungen von Kryptowährungen auf die Finanzstabilität beschäftigen. Daneben soll sich das Finanzministerium weiterhin und auch verstärkt mit der Thematik eines möglichen CBDC eben auf den US-Dollar auseinandersetzen. Die Ergebnisse sind zwar erst in einigen Monaten zu erwarten, trotzdem hat es natürlich einen direkten Einfluss auf den Markt, denn auch mögliche Gesetzesgebungen, die vielleicht noch nicht komplett verabschiedet werden, haben in der Vergangenheit immer wieder für extreme Volatilität gesorgt. Im Allgemeinen dürfen wir auch erst gegen Ende des Jahres hier mit festen Regulierungen, vor allem im Stablecoin-Sektor rechnen. Erst im Anschluss danach könnte es sein, dass wir hier feste Regulierungen im Kryptomarkt sehen. Somit sehen wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen hier viele Pläne und Gesetzesvorschläge. Wie es dann am Ende ausgeht, werden wir im großen Maß möglicherweise leider erst 2023 sehen. Übrigens, was ich super geil und interessant finde, Cynthia Loomis, eine US-Senatorin aus dem Bundesstaat Wyoming, hat vorgeschlagen, dass die Federal Reserve, also die US-amerikanische Zentralbank Bitcoin, mit in ihrer Bilanz halten sollte. Dazu sagte Loomis Donnerstag, also gestern, ich denke, es ist eine großartige Idee, ehrlich zu sein, dass die Fed Bitcoin kauft, da sie über 40 Milliarden US-Dollar an Devisenreserven hält. Sobald es einen gesetzlichen und regulatorischen Rahmen gibt, wird es viel Sinn machen, sagte Loomis. Die Tatsache, dass Bitcoin vollständig dezentralisiert ist, wird es im Laufe der Zeit allgegenwärtiger machen. Und ich denke, es wird etwas sein, das die Fed in ihrer Bilanz halten sollte. Badal Qualis, den Namen, den ich hier wahrscheinlich falsch ausspreche, ein ehemaliger Vorsitzender in der Aufsicht der Fed sagte hierzu, dass er eben nicht glaubt, dass die US-amerikanische Zentralbank hier in absehbarer Zeit den Bitcoin kaufen würde. Er sagte hierzu, aus vielen politischen und wirtschaftlichen Gründen denke ich, dass es am besten ist, die Bilanz der Fed beizubehalten, was sie derzeit nicht ist, aber sie muss sich mehr in die Richtung bewegen, das heißt ausschließlich Staatsanleihen. Ich persönlich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass die Fed hier den Bitcoin akkumulieren würde, vor allem eben nicht, wenn noch kein regulatorischer Grundrahmen geschaffen wurde. Übrigens ist Cynthia Loomis auch nicht mehr ganz so jung. Mit ihren knapp 67 Jahren setzte sie schon sehr, sehr lange für den Bitcoin ein und akkumulierte selber bereits seit 2013. Damit möchte ich nur noch einmal sagen, nicht jeder muss wie Charlie Mangas hier mit knapp 98 Jahren gegen die Zukunft sein, gegen den Bitcoin sein. Es gibt auch ältere Herrschaften, die eben Bock auf Bitcoin und auf die Zukunft haben, so wie dieses Beispiel hier definitiv bestätigt. Und von der Thematik Regulierung kommen wir zur Thematik Legalisierung, denn die Ukraine hat gestern bestätigt, den Bitcoin offiziell zu legalisieren. Das Ganze haben sie auch bereits in einem Gesetzesentwurf verabschiedet, das eben den Empfehlungen des Präsidenten entspricht. Wichtig ist natürlich hier anzumerken, sie haben Bitcoin legalisiert, aber nicht zu einem Legal Tender gemacht, also Bitcoin hierbei nicht als gesetzliches Zahlungsmittel gemacht. Das würde auch extrem krasse Dinge nach sich ziehen, denn dann müsste eben jeder, der in diesem Land handelt, den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Das wäre ein viel zu großer Schritt. Der erste Schritt der Legalisierung ist meiner Meinung nach allerdings schon unglaublich
positiv. So sagte beispielsweise ein ukrainischer Minister, das neue Gesetz ist eine zusätzliche Chance für die Geschäftsentwicklung in unserem Land. Ausländische und ukrainische Kryptounternehmen werden legal agieren können und die Ukrainer werden einen bequemen und sicheren Zugang zum globalen Markt für virtuelle Vermögenswerte haben. Es wurde eben gestern Abend im Parlament dieses Gesetz mit knapp 270 Stimmen verabschiedet, so heißt es zumindest in der offiziellen Erklärung. Der Gesetzesentwurf enthält natürlich auch einige Anforderungen für Bitcoin-Dienstleister sowie einige Börsen. Er beinhaltet Bußgelder und Strafen, die möglicherweise auftreten, eben bei Fehlverhalten. Das Ganze muss natürlich auch in den kommenden Monaten und Jahren noch weiter ausgearbeitet werden, aber diesen ersten Schritt zu gehen, Bitcoin zu legalisieren, halte ich für sehr vorteilhaft. Gerade natürlich zu so Krisenzeiten wie aktuell kann es sehr sinnvoll sein, den Bitcoin hier zu legalisieren. Und somit kommen wir zu einer mehr oder weniger Prognose, zumindest zu einigen Aussagen vom Shark Tank Star und Milliardär Kevin O'Leary. Einige von euch werden ihn mit Sicherheit kennen. Ich blende hier mal kurz ein kleines Bild ein, dann werdet ihr mit Sicherheit diesen milliardenschweren Investor wiedererkennen. In einem aktuellen Interview vor wenigen Tagen bekräftigte er noch einmal, dass der Bitcoin im Vergleich zu seinem aktuellen Kurs seinen Wert noch um ein Vielfaches steigern könnte, sobald institutionelle Anleger Kryptoassets kaufen dürfen. So sagte er im Interview, irgendwann in den nächsten 2 bis 3 Jahren wird die US-Aufsichtsbehörde über Kryptowährungen entscheiden und sie werden zuerst über Stablecoins und den Bitcoin selbst entscheiden und die sehr großen Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung. Sobald das passiert, werde ich, wenn ich einen Staatsfonds oder einen Pensionsplan betreibe, wahrscheinlich 1 bis 3% dafür zuweisen. Und ich möchte Bitcoin longen, wenn das passiert. Sie werden darüber sprechen, dass Bitcoin auf 100, 200, 300.000 US-Dollar gehen wird, wenn Institutionelle es endlich kaufen können. So sieht er auch zum aktuellen Zeitpunkt die recht großen regulatorischen Probleme immer noch hier als große Unsicherheit, als große Hürde eben für die Institutionellen in den Kryptomarkt zu investieren. Zwar ist es in der Vergangenheit schon möglich gewesen, hier von Institutionellen in den Kryptomarkt einzusteigen, allerdings sehr stark über Umwege und aufgrund der fehlenden Regulation bleiben natürlich viele Investitionen weg. So sagt er weiterhin, das kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, weil ich Staatsfonds und Pensionspläne sowie Indexgeschäfte betreue. Bei allem Hype um Bitcoin besitzt keiner dieser Institutionen auch nur eine einzige Münze. Und sie werden es auch nicht tun, bis ihre Compliance-Abteilungen zulassen, dass die ESG-Mandate das Kästchen ankreuzen und natürlich in Bezug auf die Anlageklasse selbst konform sind. Aber wenn sie grünes Licht bekommen, wird der Preis der Münze dramatisch steigen. Ebenfalls betonte er, dass der Einstieg von institutionellen Investoren in den Bitcoin deutlich einfacher wäre, wenn dieser hier als Software kategorisiert wird. Wenn Sie daran denken, dass Bitcoin Software ist, was es ist, und diese Institutionen besitzen Microsoft, sie besitzen Google. Das ist auch eine Software. So ist es für mich sehr einfach, mich damit vertraut zu machen, sobald es konform ist. Sie werden 1-3% kaufen und dann wird der Preis steigen. Und ich denke, das wird in den nächsten 2-3 Jahren passieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, solche Aussagen von einem Insider zu hören, der Milliarden selber verwaltet, ist natürlich unglaublich bullisch und er hat nun mal eben sehr viel Einsicht, weil er eben selber Staatsfonds und Pensionskassen betreut. Kommen wir noch mal eben zu einer kleinen Übersicht, zu einem kleinen Überblick über die aktuelle Situation, eine wöchentliche Übersicht. Ich habe das Ganze hier von CryptoQuant einmal rausgezogen, damit wir uns einfach mal anschauen, was momentan bullisch ist, was momentan bärisch ist und was momentan neutral ist. Setzt man die bullischen und bärischen Sachen gegenüber, dann sind wir momentan in einem neutralen Niveau, eher tatsächlich Richtung bullisch gerichtet. Hierbei geht es allerdings natürlich eher um die Punkte Supply, Demand, technische Oszillatoren, die Warenakkumulation, das allgemeine Market Sentiment und die On-Chain-Indikatoren. Der CryptoQuant-Analyst schrieb hierzu einige Punkte extra heraus. So sagt er beispielsweise in Bezug auf Angebot und Nachfrage, dass die Bitcoin-Reserve an allen Börsen wieder in einem Abwärtstrend ist, somit die Investoren kaufen und den Bitcoin abziehen. Das Ganze gleicht sich hier mit den Kassen- und den Terminbörsen etwas aus, was dementsprechend auf ein neutrales Sentiment hinweist. Auch die technischen Oszillatoren sind hier auf dem Weekly Timeframe relativ neutral, auch das gibt uns keine große Übersicht. Die Warenakkumulation ist allerdings im vollen Gange und während die Bitcoin-Miner weiterhin die Hashrate nach oben treiben, indem sie mehr Mining-Software installieren, halten sie auch weiterhin den Großteil ihrer Bitcoins zurück. Die Marktstimmung hat sich ebenfalls auch wieder durch den Rückgang auf knapp 41.000, jetzt 40.000 US-Dollar nach unten korrigiert und die Funding Rate ist eher ins Negative gefallen, somit wird momentan eher auf einen fallenden Kurs gesetzt. Auch die On-Chain-Indikatoren sind auf dem wöchentlichen Zeitrahmen relativ neutral. Somit bleibt es vorerst neutral, Freunde. Wir wissen natürlich alle, es kann nochmal stark nach unten gehen. Unser Worst Case liegt zum aktuellen Zeitpunkt, wenn man nach den Tradern und Investoren geht, hierbei bei knapp 32.000, 33.000 US-Dollar und das wäre auch der Bereich, wo ich nochmal relativ dick
nachkaufen würde. Natürlich keine Anlageberatung. Mit diesem Video wollte ich euch nur noch mal einen allgemeinen Überblick über den Bitcoin verschaffen und vor allem über die aktuelle Situation. Nach oben hin haben wir natürlich auch einige Widerstandszonen. So wären jetzt die 44.000 US-Dollar wieder eine extrem wichtige Widerstandszone, die wir erreichen müssten. Dann darüber steigen auf 47.000 US-Dollar und. Das ist eine Thematik, die werden wir uns nächste Woche noch mal etwas genauer anschauen. Short-Term müssen wir erstmal schauen, dass wir nicht zu weit nach unten brechen. Das war es allerdings erstmal mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Sollte dem so sein, dann lasst mir super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Und ich würde sagen, habt einen wunderschönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.